Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Da es ja so langsam ein bisschen wärmer wird, auch auf Hinsicht des kommenden Wochenendes, habe ich mir gedacht, ich packe mal das erste Grillrezept raus und es gibt eine leckere Steakhouse-Butter von mir. Das Ganze könnt ihr nicht nur zum Grillen verwenden, sondern auch einfach aufs Brot schmieren. Lohnt sich auf jeden Fall nachzumachen und ich zeige euch jetzt, was alles reinkommt. Für die Butter brauchen wir etwas getrocknete Chiliflocken, eine ordentliche Prise Salz natürlich, gefolgt von einer ordentlichen Prise Pfeffer, dann Worcestersoße oder Worcestersoße für die Schärfe Cayennepfeffer, dann noch etwas Paprikapulver, einen Teelöffel Senf und 2 Esslöffel Paprikamark. Jetzt alles gut miteinander verrühren und anschließend über Nacht in den Kühlschrank stellen. Danach sollte die Butter auf jeden Fall über Nacht in den Kühlschrank, dann wird das Ganze schön fest und die Aromen ziehen nochmal durch die ganze Butter durch, dann schmeckt es direkt nochmal so gut. So viel Zeit habe ich jetzt allerdings nicht, denn ich will wissen, wie es schmeckt. Es schmeckt wirklich verdammt lecker, gerade das Paprikamark sticht so ein bisschen hervor und ist auch ziemlich pikant. Gerade zu Steak, frischem Brot natürlich, aber auch Fisch passt die Steakhouse-Butter verdammt gut dazu. Wenn ihr jetzt ein paar Gewürze braucht, schaut in meinem neuen Online-Shop vorbei, der ist nochmal hier verlinkt. Ansonsten abonniere nicht vergessen, damit ihr die nächsten kommenden Rezepte, die morgen und übermorgen kommen und all die kommenden Tage, nicht verpassen solltet. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!